Heute testen wir aus der Heißluftfritteuse Alpenhain Cheesecake Balls. Ja, das sind kleine Frischkäsekugeln, die paniert sind mit Marillenfüllung oder mit Karamellfüllung. Ich habe die schon mal auf einer Foodmesse probiert und jetzt probieren wir sie zusammen. Willkommen bei der Foodshow. Ja, im Vorspann habt ihr schon gesehen. Cheesecake Balls von Alpenhain. Ja, Alpenhain, ein bekannter Käsehersteller, der so leckere Leckereien macht wie, ja, was die meisten, glaube ich, am ehesten mit Alpenhain, glaube ich, verbinden, ist der gebackene Camembert. Das ist jetzt so der Klassiker bei Alpenhain. Der ist auch lecker. Die haben auch so eine geile Camembert-Aufstrichcreme, also wirklich Camembert, sehr, sehr weich ist. Und dann kannst du den als Aufstrich benutzen. Auch sehr geil. Finde ich auch manchmal sehr, sehr lecker. Und darauf noch ein bisschen Erdbeeren und Preiselbeeren. Ja, und die haben auch noch andere Produkte. Ich teste für euch auch noch zwei, drei andere Produkte von denen. Die liegen auch schon hier. Teste ich dann die Tage mal. Jetzt habe ich aber die Cheesecake Balls für euch. Die habe ich mal auf der Anuga 2021 gesehen. Das war vor der weltgrößten Foodmesse. Wenn ihr das Video gesehen habt, da waren die auch schon mal kurz drin zu sehen. Durfte ich da probieren. Ich fand es lecker. Gibt es einmal mit Karamell, die fand ich okay. Die mit Marillenfüllung fand ich Bombe. Das sind kleine Frischkäsekugeln, die paniert sind. Schon mal leicht vorfrittiert, natürlich ganz fein. Und ihr jetzt einfach nochmal in der Fritteuse, im Backofen oder in der Heißluftfritteuse erwärmen könnt. Und dann habt ihr kleine, knusprige Frischkäse oder Cheesecake Balls. Ja, wir gucken mal auf die Zutaten und Nährwerte. Ich habe sie im Großhandel gefunden. Ich hoffe, dass sie natürlich bald mal in die normalen Supermärkte kommen. Das sind die normalen Packungen, das ist eine normale Supermarktpackung. Aber unser Großhandel hatte die hier in der Region mal eingekauft. Und da habe ich jetzt vor ein paar Tagen zugeschlagen. Ja, und ihr bekommt hier bei der Marillenvariante, Zubereitung aus Frischkäse mit Aprikosenzubereitung, paniert und vorgebacken, tiefgefroren. Mit Frischkäse. Agar-Agar ist ja auch mit drin. Sind die dann nur vegetarisch? Wenn schon mal Agar-Agar drin ist, ist die Chance hoch, dass es vegetarisch ist, weil es steht gar nicht drauf. Sonst sind die Zutaten an sich okay. Ja, scheint nur vegetarisch zu sein. Das ist ja auch schon mal gut. Also ist es auf jeden Fall ein vegetarisches Produkt. Und bei der anderen Version haben wir eine Karamellzubereitung. Ah, nee, stimmt ja gar nicht. Nährwerte, ne? Wollen wir ja auch noch drauf gucken. Haben 306 Kalorien und 15 Gramm Zucker. Das ist noch okay auf 100 Gramm. Und so eine Packung hat 240 Gramm, da könnt ihr euch das ungefähr ausrechnen. Und bei der Karamellzubereitung ist es, glaube ich, ähnlich, nur dass hier natürlich dann gezuckerte Kondensmilch und Karamellzubereitung dadurch drin ist. Aber sonst schon Zutaten auch okay für das Produkt von der Art und Weise. Auch paniert und vorgebacken. Kalorien haben wir hier, wo steht's? 316 auf 100 Gramm und 15 Gramm Zucker. Ja, das sind sie, das sind die beiden. Ich hau die jetzt erstmal in die Heißluftfritteuse. Das geht in der Heißluftfritteuse relativ zügig. Tiefgefrorene Balls aus der Folie nehmen. Ist immer schlimm, dass das draufstehen muss heutzutage, aber aus der Folie nehmen. Und bei 180 Grad 4 Minuten fertig backen in der Heißluftfritteuse. Im Backofen dauert 7 Minuten bei 200 Grad. Und in der Fritteuse bei 170 Grad nur 2,5 Minuten bis 3. Ich nehme die Heißluftfritteuse, spare ich mir wieder viel Fett und geht schneller als im Backofen. Darum bis gleich zur Nahaufnahme. Ja, ihr Lieben, und hier sind sie jetzt, die Cheesecake Balls. Hier haben wir jetzt einmal Karamell. Wir sehen also diese kleine Kugel. Ich kann die mal so in die Hand nehmen. Das ist halt dieser kleine Cheesecake Ball. Und wenn wir den dann aufschneiden, sehen wir halt im Inneren diesen Karamellkern mit dem Frischkäse zusammen. Und das Gleiche haben wir hier drüben nochmal mit der Marillenfüllung. Hier ist der Ball perfekt aufgegangen beim Schneiden. Aber das sind sie halt, ne? Innen drin leicht gefüllt, dauert wirklich nur 4 Minuten, dann ist das Snack parat. Finde ich wirklich ganz lustig, die Idee. Es duftet wunderbar. Die Snackballs haben wirklich einen wunderschönen Geruch. Barney setzt sich auch schon in Lauerposition. Aber wir gehen jetzt mal wieder rein, denn die sitzt hier bei 30 Grad. Also schnell wieder rein und probieren. Und jetzt können wir sie probieren. Ich habe sie in so meinen kleinen Dipstählchen, das habe ich mir mal gekauft. Das finde ich gerade ganz praktisch, weil sie rollen mir sonst auf mein Tablett hin und her. Das sind ja kleine Balls. Ja, aber sieht wirklich ganz süß aus. Das muss man einfach sagen. Das sind wirklich so kleine Kugeln. Also sieht man es auch so im Vergleich zu meiner Hand, wie groß so eine Kugel ist. Also so sieht man es ein bisschen besser. Und es hat einfach so einen richtig schönen Cheesecake-Geruch. Es riecht wirklich so, wie, also nicht wie Philadelphia-Torte, also wie so ein frisch gebackener Käsekuchen. Das ist total geil. Ich liebe ja diesen Geruch einfach. Ich stehe auf Käsekuchen. Und es hat so einen richtig schönen, lockeren Geruch. Und man hat Bock, einfach mal reinzubeißen. Das machen wir jetzt auch gleich. Ich zeige euch jetzt nochmal den Inhalt. Wie gesagt, bei Karamell hat das nicht so ganz gut geklappt. Da ist er so ein bisschen aufgegangen. Aber man sieht unten die Karamellsoße trotzdem. Die ist da trotzdem drin. Also müssen wir uns keine Sorgen machen. Und bei Marille sieht man das so ein bisschen schöner. Den konnte ich besser aufschneiden.
Aber das ist immer so eine Glückssache, ob das so wunderbar klappt. Aber da sieht man auch diese kleine Füllung. Das ist so ein kleiner, fruchtiger Kern einfach nur, der den Geschmack reinbringt. Ich hatte jetzt gerade noch mal ganz kurz eine heiße Fritteuse, noch mal ganz kurz zum Nachwärmen, weil in der Zeit von reingehen bis rausgehen, also das wieder alles aufbauen, sind wieder 3-4 Minuten vergangen und dann sind die etwas zu kalt. Ich hoffe jetzt, dass die wirklich so lecker sind, wie ich es in Erinnerung habe. Ich muss einmal kurz den Lippentest noch machen. Nee, ich verbrenne mich nicht gut. Wir probieren Karamell. War, wie gesagt, auf der Messe nicht ganz mein Favorit. Ich bin aber auch nicht der riesen Karamell-Fan. Aber außen halt so leicht knusprig. Und nicht so eine Panade wie bei... Es ist so cremig und es ist einfach ein toller Geschmack. Es ist nicht so eine Panade wie jetzt bei den Backcamembert und so. Sieht zwar ähnlich aus, die Panade ist aber sehr, sehr... ein bisschen weicher, hat ganz leichten Crunch nur, aber ist halt auch ganz leicht süß. Also sie hat keine Herzhaftigkeit so extrem. Also Karamell schmeckt auch gut. Du hast da wirklich einen Cheesecake auf der Zunge. Und dann kommt der Karamellgeschmack dazu, der aber jetzt nicht mega zäh ist und nicht mega verbrannt oder so ist. Der ist wirklich sehr, sehr... Auch ein mildes Karamell, was aber wunderbar zum Cheesecake passt. Also es ist nicht dieses kräftige, wo du diese Röstaromen so extrem drin hast. Also die sind lecker. Also wer auf Karamell, es wird vielleicht nicht der mega Karamell-Freak-Style sein, wo du sagst, boah, ich mag dieses richtig kräftige Karamell. Das ist es nicht, das ist ein milderes Karamell. Alles so ein leckerer Snack zum Kaffee, wenn Besuch da ist. So einfach so auf dem Tisch, kurz eine Heißluftfritteuse, 4 Minuten warm gemacht, Cheesecake Ball ist fertig, 16 Stück, machst du beide Packungen, hast einen kleinen Mix. Musst nur aufpassen, die sehen gleich aus von außen. Du weißt also nicht, welchen du sonst kriegst, musst du dir sonst irgendwie ein bisschen aufteilen. Ich hatte die jetzt einen nach links gelegt, die anderen nach rechts und so konnte ich die auseinanderhalten. Aber ich finde die lecker. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Lassen Sie den heißen Cheesecake Ball ca. 3 Minuten ruhen, so können Sie Geschmack und konsistent voll entfalten. Bei Ein- und Auftauen verringert sich die Garazine. Okay. Habe ich ja kurz gewartet nochmal. Und jetzt probieren wir gleich Marille. Punktemäßig hier würde ich sagen 4,5 von 5. Es ist wirklich lecker. Und Vegetarier, das finde ich auch noch gut. Also schmeckt. Ich bin, wie gesagt, nicht der Karamell-Freak. Ich finde es aber trotzdem lecker. Und jetzt probiere ich meinen Favoriten von der Messe. Ich hoffe, es schmeckt noch so lecker, wie ich es in Erinnerung habe. Es riecht auf jeden Fall dieses leicht fruchtige Marillen-Aprikosen-Style. Ja, ich liebe einfach die Kombination von Cheesecake und Frucht, Erdbeere, Aprikose, da kannst du ja so viel machen. Aber du hast ja genau dieses Spiel. Wie bei dem anderen, die Konsistenz in drin, Geschmack, alles gleich, Cheesecake. Und dann kommt diese fruchtige Aprikose oder Marille, die auch überhaupt nicht künstlich oder so schmeckt, wirklich leicht süß, so wie wenn du da reinbeißt, diese angenehme Fruchtsüße, die du einfach hast, so wie sie halt auch in echt ist, nicht zu übertrieben und bringt dir so einen schönen Fruchtgeschmack mit drauf. Die finde ich richtig lecker. Also in die Marille kann ich mich reinlegen, also die kann ich so wegsnacken. Oh, heiß. Und vergessen, dass die anderen ja aufgeschnitten waren. Aber die bekommt bei mir wirklich 5 von 5. Die fand ich auf der Messe schon geil. Ich finde die immer noch geil. Das ist ein Produkt, das muss viel mehr in die Supermärkte. Und statt der 1000. Packung mit Windbeuteln oder irgendeinem Fettigkuchen oder so, sowas muss auch noch mal in die Supermarktregale. Weil das ist mal was anderes und nicht immer das gleiche Kram. Es gibt tausende Eissorten drin, tausende Kuchen, Windbeutel, mit Füllung, ohne Füllung, von Eigenmarke, nicht Eigenmarke. So viel, aber sowas findest du komischerweise immer nicht. Und das finde ich schade. Darum, das muss in den Supermarkt, egal. Wenn, geht in den Supermarkt, das mache ich hier einen Aufruf schon. Geht in den Supermarkt und sagt, hey, von Alpenheim gibt es Cheesecake Balls. Bestellt die mal bitte. Lohnt sich, probiert sie aus. Ich snack die jetzt gleich noch auf. Meine Freundin darf auch gleich nochmal probieren. Und ich sage jetzt danke fürs Foodschauen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare zu dem Produkt. Habt ihr schon probiert? Würdet ihr es probieren? Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob.